So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train für Folge 102. Und ja, wir befinden uns hier ganz schön an unserer, ja, Stadt der Zementfabrik, wo wir ja hoffen, dass hier ordentlich was entsteht. Deswegen bin ich auch gerade hier und warte eigentlich drauf, dass hier so ein bisschen was passiert. Aber irgendwie sind wohl alle Züge gerade so AFK oder nirgendwo oder weiß halt der Teufel, was damit los ist, ne? Aber ja, wir haben hier wieder eine schöne Folge. Irgendwie fahren die Metronoms zu dicht. Eigentlich können wir sogar einen rausschmeißen, oder? Sie machen Geld. Ja, so viel ist es jetzt nicht. Eventuell könnten. Okay, teils. Okay, wir lassen sie doch mal, weil es fahren doch schon ein paar Passagiere mit. Wer wüsste, wie das wäre, wenn hier wirklich nur zwei fahren würden? Na, es könnte anders sein. Und davon ausgehend würde ich jetzt erstmal sagen, lassen wir das so. Die Frage ist nur. Wir haben hier seit schon geraumer Zeit dieses Problem, dass wir hier, ja, es so haben, dass leider die Autos sich stauen und ich keinen Grund, keine Ahnung habe, wohin diese Fahrzeuge alle wollen. Weswegen ich mit dem Gedanken spiele, dass wir zum Beispiel hier diese Umgehungsstraße irgendwie nochmal so upgraden, downgraden, ich habe keine Ahnung, was für ein Grain, damit dieses wunderbare Ding ja einfach was Wunderschönes wird und wir hiermit dann ja, das neue Kapitel anfangen können. Ich hoffe mal, das ist jetzt gut gesagt. Weil nämlich, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist alles so schlimm, es ist so viel, Mama. Das Schlimmste sind hier die Bahnübergänge, weil die Autos wollen halt alle irgendwie durch die Stadt. Aber irgendwie doch auch keiner. Und dann stehen die hier und denken sich, hey, 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 Eierschaukel, wuhu. Nee, das wollen wir nicht. Also irgendwie müssen wir hier nochmal eine Lösung finden. Vielleicht habt ihr ja noch eine, die ihr mit der ihr hier ein bisschen was machen könnt. Also ruhig mal in die Kommentare schreiben, sagen, ey, ich habe hier einen Vorschlag für dich, Daniel. Kannst du mal umsetzen? Also, das so weit dazu. Wieso für... Die stehen sogar da oben drin, weil die abkürzen wollen, diese Busse. Mann, oh. Wir könnten natürlich optimal ausbauen, aber ey, das kostet so viel wieder. Es ist so, darf ich sagen, armselig oder bitter? Naja, okay, lassen wir das jetzt erstmal hier so stehen. Wir schauen uns kurz mal hier an, was hier so läuft. Hier läuft alles gut. Hier hinten sind wir bei 463. Schalala. Lalalala. So, bitte, komm. Okay, das passt. Also was ich hier auf jeden Fall nochmal vorhabe, ist hier dieses Ding umzubauen, weil langsam kotzt mich das irgendwie so ein bisschen an. Ja, natürlich können wir nicht alles umbauen, das ist bewusst, weil wir hier leider Stellen haben, wo es halt mal nicht möglich ist, irgendwelche ja, Ecken umzubauen. Deswegen müssen wir doch hier irgendwie mal schauen, dass wir hier das Beste draus machen können, aus dem, was wir hier haben. Zum Beispiel hier unten einfach mal eine Senke rein, dass wir irgendwie erstmal hier unten durchkämen, um eventuell auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Hat aber ohne Probleme, ne? Das ist... Ich weiß noch nicht ganz zu formulieren, in welche Kategorie das gehört, ob in infrastruktureller Ausbau oder bewusstes Misshandeln von Map-Gegenständen. Das ist leider hier noch so ein bisschen offen.
steht noch nirgendwo, was das wirklich jetzt wird. Also, ich gehe aber gerade mal davon positiv aus, dass es hier irgendwie alles gleich funktioniert. Zum Beispiel so. Dann können wir hier diese leichte Krümmung einbauen. Sehen wir dann da einfach das zweite Gleis mit. Ich muss jetzt nur hier unten das Gleis wieder erwischen. Es ist doch ein bisschen schwieriger, als man denkt, hier einfach mal schnell was lang zu bauen. Weil irgendwie hat alles seinen Vor- oder Nachteil. Und das eine zieht das mit sich, das andere bringt das mit sich. Und am Ende stehst du da und denkst dir so. Wunderschön. Wieso habe ich hier keine Tunnelausfahrt? Habe ich jetzt okay gedrückt? Ja. Wieso habe ich hier keine Tunnelausfahrt? Komisch. So, machen wir das einfach. So, dann haben wir da auch das zweite Gleis. Ach, hier oben fährt da. Der fährt höher als der andere. Prima. Deswegen eben dieser nicht rauskommende Hügel. So, wir kürzen das hier einfach mal. Ich will nämlich nicht so weit rüber. Über diese Kante und dann, ne? Ihr wisst schon. Es soll ja alles angenehm und gut aussehend werden. Wie ich. Nein. Darauf will ich es gar nicht ankommen lassen, aber ich will halt eine effektive Zweitstrecke haben, die hier uns ein bisschen entlastet in Bezug auf weitere Ausbauten und sowas, weil irgendwie müssen wir garantiert nochmal ausbauen und darauf spielt das Ganze nämlich schon darauf an, dass wir halt hier versuchen, so gut wie möglich halt alles umzubauen, dass wir sehen können, okay, das funktioniert, da können wir vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Also alles eigentlich, was den Betrieb hier erweitert. In dem Sinne zählen hauptsächlich auch die Güterzüge mit rein, da wir hier eins der größten Kreuze geführt haben, was produktiv ist, müssen wir da schon mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen dann auch. Dass wir zum Beispiel hier irgendwie aufpassen bei Ausgang von Weichen, von Kreuzungen, dass wir das da alles ordentlich machen, nichts schief geht und den Rest könnte ich, glaube ich, selber denken. Also hier müssen wir auf die sicherste Seite, die es nur gibt. In dem Fall ist das hier einfach überall neues Gleis einbauen, was nur nötig ist oder was auch unnötig ist, damit das halt hier alles funktioniert. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier einfach die Strecke rüberlegen. Das wäre eigentlich perfekt. Natürlich haben wir dann hier so ein paar Buchtungen, wo du denkst, das hätten wir uns auch sparen können. Aber so größtenteils scheint es echt gut zu sein. Ich mach das mal. Dann kann man nämlich noch mehr Güterzüge von hier ausgehend rausschicken. Dann könnte man eigentlich auch mal den Bahnhof upgraden auf ein neues Level. Und dann könnte das auch alles so passen, wie ich mir das so jetzt im weiter fortlaufenden Wege vorstelle. Gut Deutsch. Gut Deutsch will Weile haben, ne? Wir machen das jetzt so. Dann fahren wir da erstmal rum und dann können wir hier auch da drauf, dann sollten wir, sobald diese Strecken halt aktiv sind, sehen, hey, der Zug, also der erste Zug, könnte theoretisch schon darüber fahren. Das wäre also nicht das Problem. Unser Problem würde gerade nur darin bestehen, hier diese ganzen Kreuzungseinfahrten zu bauen. Beziehungsweise Ausfahrten sind es auch mit R. Bei welchen wir halt dafür sorgen, dass hier alles funktioniert. Gut formuliert, ne? So, erster Zug dürfte jetzt links lang fahren, auch gleich zwei Züge. Welche zwei Züge fahren denn hier lang?
Ach so, die 15 und die 5. Okay, die... Ja, hm. Wieso machen die ja eigentlich kein Plus? Relativ viel fahren die doch. Ich habe keine Ahnung. Okay, da müssen wir nochmal später drüber gucken. Was wir auch noch machen sollten, wäre dann doch nochmal hier dafür zu sorgen, dass wir hier sogar eine fast durchgängige Einfahrt bauen können. Das heißt, wir versuchen gleich nochmal so ein bisschen das vor dem Bahnhof zu ziehen, damit wir halt da auch bis zum äußersten Punkt abgesichert sind, dass wir hier da an der Kreuzung zum Beispiel auch keinen Stau verursachen, dass die Züge, die zum Beispiel einfach dran vorbeifahren können, dran vorbeifahren und all sowas halt. Das müssen wir irgendwie unterbinden, beziehungsweise dafür sorgen, dass das irgendwie unterbunden wird, da wir dafür Sorge tragen, ne? Und sowas. Ja. So, Signale überall jetzt wieder hin. Ganz brav setzen. Ich stelle mal kurz die Geschwindigkeit runter. So. Dann machen wir hier das noch und da das. Dann haben wir das auch geschafft. Und jetzt fehlt nicht mehr viel. Wir sind jetzt schon in der letzten Kurve vor der Geraden. Also spätestens machen wir da ein Signal rein. Dann machen wir übergangsweise hier vorne das andere rein. So. Dann haben wir hier zwei der Linien schon mal umgelegt. Auf einen Gleis jedenfalls. Die sollten sich dann auch nicht mehr behaken hier. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Erstens, die Stadt hat ausgebaut. Zweitens, wir haben hier gerade zu wenig Anschlüsse auf die ja, andere Schiene. Also es ist wirklich diesmal nichts Platztechnisches mehr, sondern irgendwie alles technisches Verschulden. nee, also irgendwie schaffen wir das. Was sind GZ04? Ein einzelner Zug. Ach, das war der ausgetauschte Güterzug. Naja. So, ich glaube, hier vorne auf dem Gleis fährt ja keiner mehr, oder? Jetzt werde ich nämlich anfangen, hier vorne schon mal die Gleise umzumodeln, dass wir hier direkt auch über die neuen können. Genau, hier fahren zwei Züge drüber. Müssten wir denn in dem Sinne sogar gleich beide updaten. Das heißt, erstmal Fenster schließen. Das kann weg. Das geht übergangsweise weg. Und dann beginnt die Arbeit. So. Erstens, das geht weg. Zweitens, das geht weg. Drittens, das geht weg. Und dann fangen wir mal. Eigentlich müsste ich hier vorne auch noch die Kreuzung rausreißen. Weil dann könnte man die auch effizienter bauen. Eigentlich müsste man hier alles umbauen. Das ist gerade wieder so ein Ding der fast Unmöglichkeit. Deswegen nur fast Unmöglichkeit, weil irgendwie schaffen wir es dann doch meistens, fast immer, hier was Gutes draus zu bauen. Deswegen sind wir einfach mal guter Hoffnung, dass das jetzt auch geht. So. Das sieht doch schon mal besser aus als vorher. Jedenfalls für mich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich sehe das als im Moment positive Verbesserung des Zugverkehrs hier. Jetzt haben wir hier alles abgedatet und ja, ich habe eine neue Schiene gebaut, damit man auch mal so Unterschiede erkennt nach dem Motto, das ist alt, das ist neu. Wir haben Unterschiede. So.
Das erstmal dazu. Dann brauchen wir hier ja noch den Abzweig, der dann hier drauf führt am besten. Könnte auch ein bisschen eng werden. Ich versuche nämlich gerade hier so ein bisschen gerade rauszukommen. Das war halt hier noch ein Stück gerade mit einbauen können, bevor wir dann hier rüber gehen. Es geht so halbwegs. Nehmen wir das erstmal so hin, weil die Brücke weicht ja auch irgendwann. Und dann werden wir sehen, dass die halt auch weg ist. So. Das heißt, wir machen dann erstmal Übergang bis hier und machen dann hier so eine schöne neue Rosenträgerweiche. Wenn wir das schaffen. So. Genau. Hatten wir die Linien zufällig hier festgelegt auf diese Gleise? Ja, hatten wir. Okay, dann machen wir das jetzt easy, Entschuldigung. Auch weg damit und hallo. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. So, erstens haben wir dann diesen Teil hier fertig. Zweitens können wir dann gucken, dass wir hier hinten irgendwo den Anschluss finden für die große. Wieso kann ich denn auf einmal hier im weichen Bereich... Ach nee, ich war ja gegenläufige Seite. Okay, ich sag nix. Das Ding setzen, das war gerade meine Spontanfrage. Wir reißen die hier nochmal ab, dann versuchen wir das hier nochmal neuer zu machen, weil irgendwie mag ich trotzdem diese Kurve hier nicht so ganz. Ich glaube, wir überarbeiten in dem Sinne dann auch einfach hier nochmal die Brücke. Dieses Weichenstück kann da... Okay, muss weg, weil können wir nicht ersetzen. Da wir es direkt am weichen Kopf entfernt haben. Oder weichen Hals. So, dann ziehen wir das hier einfach auch nochmal gerade. Irgendwie wird das hier schon alles. So. Dann machen wir mal 104. Sieht doch schön aus. So. Ja, so geht das auch noch von den Absätzen und sowas. Dann könnten wir hier die wieder da drauf führen lassen irgendwie. So, das Signal ist weg. Dann können wir höher, schneller hier vorbeifahren. Wieso jetzt hier so eine Trennung drin ist, habe ich nicht verstanden. So, jetzt wäre es aber wieder da. Alles okay, alles gut, passt. So, probieren wir das mal so. Habe ich noch mal einen so. Dann machen wir den Übergang. Genau hier zwischen. Da will ich nämlich hier weggehen. Ist dann auch nicht so schlecht. Dann können wir... Ah, die hat sich gerade wieder nicht verbunden. Wunderschön. Ich frage mich, wieso das manchmal so ist, dass das halt nicht will. Das ist ein bisschen rätselhaft. Manchmal versteht man es auch nicht ganz. Aber irgendwie wird da wohl ein Sinn hinter sein. Dass es hier nicht geht. So, da mache ich nur eine Kreuzung rein. Weil mehr braucht man nicht.
So. Ausfahrtssignal. HP01, wo ist es? Ne, HP1 heißt es ja nur, Entschuldigung. Heißt ja nicht HP01. So. Genau, jetzt sehen wir hier auch die Güterzüge auf das neue Gleis drauflaufen. Jetzt ziehen wir hier erstmal wieder eine Brückenverbindung, provisorisch. Dann haben wir nämlich schon mal einen Teil der Strecken hier umgeleitet. Dann können wir hier eigentlich auch die Kreuzung rausnehmen. Dann machen wir den hier wieder rein. So. Ein Part erledigt, fehlen nur noch ein weiteres Paar. So, was ist mit dem hier? Wartet auf freie Wege. Ah, hier unten haben wir überhaupt keine Weiche, doch nur. Komm, zieht da gleich rüber, bitte. Bitte, 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 bitte. Weg Buhler Zentrum. So, okay. Dann machen wir uns jetzt mal an die Arbeit. Den Teil. Den. Den. Das hier kann alles raus. Jetzt ist das hier so alles eine Fummelarbeit. Was schaffen wir irgendwie schon, weil, ne? Wir sind ja allmächtig hier. Wieso? Hä? Hey. Jetzt habe ich einmal F1 gedrückt. Das kann auch weg da. Wieso fährt denn da kein Zug? Wir haben doch bis da oben das Signal. Fahr doch jetzt mal. Du hast doch schon ein Stück freie Strecke. Also so beschweren kann er sich jetzt ja auch nicht. Was wir höchstens machen könnten. Da könnten wir da oben auch erstmal ein Stück rausreißen, wäre jetzt dieses hier. So, jetzt haben wir hier zwei Hosenträger und eine normale hintereinander. Das ist irgendwie ein bisschen viel. Wir müssen dann mal kurz Ersatzweichen setzen irgendwie, damit wir das ausgleichen, weil das ist extrem viel, was wir hier im Moment haben. An Weichen, an allem. Also, es ist schon viel. Das kann man nicht abstreiten. So, gut, da teilen sich dann die Züge auch automatisch auf. Das ist cool. Jetzt nimmt er natürlich alle Güter mit und dann sind wir da auch fertig. Und ich würde sagen, das war es auch schon fast wieder. Wir gucken gleich nochmal, wie viel die Kiesfabrik macht und dann sind wir hier auch wieder weg. Und dann sind wir hier froh, dass wir einmal waren und dann passt sich das alles. Wieso nimmt er noch Güter mit? Ist die Stadt übersättigt? Da. Nö. Wohl glaube ab. Nee, abweisen tun Städte nie irgendwas, ne? Das wäre noch eine gute Frage. Weisen Städte Güter ab. Damit beschäftigen wir uns mal, glaube ich, dann irgendwann wieder, wenn wir genügend produzieren, dass auch genügend ankommt. So. Ja. Und vor allem müssen wir sagen, wir haben jetzt fast dasselbe Netz wieder oben.
Nur, dass wir da unten durchgehen. 476 Güter. Jawohl. So, wir hatten gesagt, ich gucke noch, oder ich hatte eben gesagt, ich gucke nochmal kurz beim Kies, wie weit da die Produktion ist. Auf jeden Fall sehe ich genug. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen haben an Restbestand. Ja, 293 mittlerweile. Passt, 114 warten, 160 können wir aufnehmen, 180 und der fährt voll. Also würde ich doch sagen, da ist schon ein bisschen was im Spiel, was wir da so von A nach B kutschieren. Und von daher würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von TradeFever. Wir sehen uns dann morgen regulär um 12 wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.